Wonder Woman 84. Besser oder schlechter als Teil 1? Jetzt bei den Filmgorillas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischfutter. Heute sprechen Steven und ich über eine ganz, ganz tolle Comic-Heldin, nämlich Wonder Woman mit ihrem neuen Film Wonder Woman 84. Wonder Woman 1984, nachdem Princess Diana die Welt gerettet hat im Ersten Weltkrieg, springen wir jetzt logischerweise ins Jahr 1984. Sie arbeitet mittlerweile im Smithsonian Museum als Archäologin und guckt da und kuratiert unterschiedlichste Dinge, versucht so ein bisschen ihr gebrochenes Herz wieder zu kitten, nachdem ja ihre große Liebe Chris Pine im ersten Teil verstorben ist, und zusätzlich unter dem Radar zu bleiben. Das gelingt ihr aber nicht so gut, denn der Bösewicht, in diesem Fall Maxwell Lord, dargestellt von Pedro Pascal, findet einen Traumstein im Museum, mit dem er im Prinzip die Macht hat, sich jeden Wunsch zu erfüllen, den er gerne haben möchte, beziehungsweise auch die Wünsche anderer Menschen zu erfüllen. Aber dafür saugt er dann sozusagen deren Kraft auf und macht sie zu der Marionette oder Marionetten seines Willens. Außerdem arbeitet noch in diesem Museum eine junge Dame namens Barbara, dargestellt von Kristen Wiig, die kein Glück hat, die sich als Pechmarie sieht, die ebenfalls sich von diesem Traumstein etwas wünscht, und zwar genauso toll zu werden wie Wonder Woman. Das führt natürlich zu einer großen Auseinandersetzung, und wer den Trailer gesehen hat, weiß es auch, Chris Pine taucht ebenfalls wieder auf. Warum, verraten wir nicht, aber wir sagen euch, wie wir den Film gefunden haben. Erzähl doch kurz, Anne. Oh, ich habe den gesehen. Ich bin großer Fan von dem ersten Teil, auch von dem Charakter. Ich glaube, das ist mein liebster Comic-Charakter aus allen, aus Marvel und DC, weil sie halt, sie ist so eine starke, unabhängige Frau, und sie hat so ein bisschen das, was Thor hatte am Anfang, dieses völlig fernab von allem sein, weil sie überhaupt nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Das finde ich immer sehr sympathisch, wie so ein kleiner Trottel dann durch die Welt laufen. Und sie hat so diesen Anspruch, alles retten zu wollen, alles gut machen zu wollen für alle Menschen. Das mag ich total an ihr, und deswegen habe ich mich voll gefreut, dass der kommt. Und dann habe ich aber gedacht, so, ich glaube, sie sind so ein bisschen vorbei am Ziel geschossen. Ne? Also da war gefühlt so viel drin, was eigentlich nur zu Verwirrung geführt hat. Also sie haben einen schönen Weg gefunden, Chris Pine aus dem ersten Film nochmal einzubinden. Genau. Das fand ich super cool. Back. Ja. Genau. Das ist auch alles völlig logisch. Da habe ich mich nämlich auch gefragt, als ich den Trailer gesehen habe, wie kann das sein? Wie, der ist noch nicht mehr da. Das fand ich cool. Die Szenen mit den beiden finde ich super. Kann ich einmal ganz kurz... Ja, bitte, spring rein. Nein, also ich finde, Wonder Woman ist eine der tollsten Superhelden überhaupt. Heldinnen oder Helden aus DC und auch aus Marvel. Weil, und du hast es gerade angesprochen, Nummer eins, sie lernt. Nummer zwei, sie ist nicht perfekt. Und ich finde das auch schön, und das hat Patty Jenkins im ersten Film schon gut gemacht, ja. Die Regisseurin, die jetzt auch im zweiten Teil wieder dabei ist, mit Gal Gadot in dem zweiten Teil. Und sie hat die Empathie, sie ist nicht wie andere Superhelden perfekt, sondern sie hat auch ihre Fehler, ne? Also vor allen Dingen in der Beziehung zu Chris Pine und warum das alles passiert und was sie versucht zu machen. Das finde ich super, ja. Da bin ich voll auf deiner Seite. Aber ansonsten, du warst mittendrin, aber ich wollte da noch mal einmal kurz Ich wollte auch noch, also zum Schauspielerischen vielleicht noch, dass ich weiß nicht, wo er auf einmal herkommt, aber Pedro Pascal spielt jetzt alles, habe ich das Gefühl. Und ich finde, er macht das super. Er spielt auch die Rolle des Bösewichts hier total gut. Ich finde nur, dass sie ihn so ein bisschen überzogen haben. Gerade wenn es zum Ende des Films geht, fand ich ihn, also er spielt das total dramatisch und total geil, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was seine Rolle angeht. Also ich finde, dieser Film ist so unrund, wenn man ihn als Gesamtes sieht. Der hat tolle Elemente, aber ich habe so das Gefühl gehabt, das passt alles irgendwie nicht so ganz. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das Problem ist, dass sie versucht haben, den Bösewichten oder Wichtern, ne, das sind ja einmal Kristen Wiig und einmal Pedro Pascal, eine andere Motivation zu geben, Böses zu tun. Dass du trotzdem in diesen Figuren siehst, warum die Motivation dahinter steckt. Und bei Pedro Pascal, damit greifen wir ja nicht zu viel vor, ist es eigentlich, glaube ich, der eigene Frust über seine eigene, sag ich mal, Negativserie und sein Pech. Also er kommt ja nicht weiter, und vor allen Dingen auch die Frustration seinem Sohn gegenüber. Das hat dann auch am Ende nochmal eine ganz wichtige Wendung sozusagen, dass er eigentlich seinem Sohn gefallen will. Und bei Kristen Wiig ist es einfach dieses ständig unterdrückt sein, ständig übersehen zu werden. Dann natürlich auch, und das finde ich ehrlich gesagt total spannend, die Männerrollen, ne? Um von Pedro Pascal auch auf alle anderen Männer in diesem Film zu schließen. Also alle Männer sind ja
entweder Megalomaniacs, absolute Sexmonster oder Sexisten und doofe Trottel oder Leute, die im Prinzip nur Böses wollen. Ach, die 80er. Nein, aber das ist ja grundsätzlich auch mal eine gute Idee, das genau so darzustellen und einfach mal die Frauen die Helden sein zu lassen, in jeglicher Hinsicht. Und auch die Motivation von Kristen Wiig ist ja ganz auch absolut nachvollziehbar. Ja, voll. Also was mich an dem Film ein bisschen gestört hat, ist, der komplett erste Teil, ne, diese Amazonas-Olympiade, der hat nichts mit der späteren Geschichte zu tun. Genau, das fand ich auch sieht so aber sensationell aus. Ja. Ne? Und das Ende ist auch dann am Ende, also sie bauen die ganze Geschichte auf und dann ist das Ende wie so ein klassisches Buch, das du liest, ne, das 1000 Seiten hat und bei Seite 59 denkst du, wie wollen die es jetzt zu Ende bringen? Siehst du, ach, 50 Seiten. Und dann machst du und dann ist es zu Ende. Und so war der Film auch. Ich finde das Setting super. Ich meine, ich bin ein Kind der 80er. Ne? Also ich kann auch verstehen, warum sie es natürlich gewählt haben. Nummer eins, die Rolle der Frauen und der Männer. Aber dann auch natürlich technisch sind die auf einem ganz anderen Standard. So wie ich fliege, werden die uns niemals finden. Das habe ich vergessen, dir zu sagen. Was? Radar. Werden die auf uns schießen? Also er hat wirklich viel Gutes, aber ich sehe es auch ein bisschen so wie du, dass sie zu ambitioniert waren, etwas Neues zu schaffen und dann sind die einmal kurz vorbeigesehen. Ich fand auch, dass die Moral quasi, die am Ende dargestellt wurde, auch so ein bisschen raufgepfropft war, weil ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich eine ganz andere. Weißt du, und es wurde halt so ein bisschen zeitaktuell gestaltet und wie so ein Hammer immer wieder in dein Gesicht gedrückt, was eigentlich dieser Film dir sagen will. Ich finde aber, das ist nicht die wirkliche Message. Ich finde, da steckt eine ganz andere Message dahinter und das fand ich ein bisschen komisch, dass das nicht, also dass sie das so zwanghaft in diese Richtung bringen wollten. Also ich sag mal so, er ist nicht so gut wie der erste, aber er ist einer der besseren DC-Filme auf jeden Fall. Und jetzt ganz am Ende nochmal die große Frage. Er läuft ja bei Sky und wird erst später im Kino ausgewertet, was ich eine absolute Frechheit finde, weil ich will, dass die Kinos unterstützt werden. Ich verstehe auch nicht den Deal, den Warner da gerade eingeht und den Weg, den sie einschlagen. Aber vielleicht äußert ihr euch dazu auch mal, was ihr davon haltet, dass Wonder Woman 1984 nicht im Kino läuft, sondern über einen Pay-TV-Kanal und erst später dann im Kino erscheint. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, auch mit das Glöckchen drückt und natürlich gerne einen Kommentar da lasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.